Hallo, freut mich, dass du mich bei Bau Simulator begleitest. Leider muss ich sagen, die letzte Aufnahme, die letzte Tutorial-Mission, wo wir die Tankstelle ja den neuen Tank einsetzen und dann noch das UFO da oben am Hang vergraben, um Touristen anzuziehen, ist leider unbrauchbar. Die Aufnahme ist kaputt und wir haben am Ende von Hape die Firma bekommen. Ja, schauen wir mal kurz ins Firmenmenü rein. So, hier ist die Karte. Da haben wir sehr viel Zeug. Oh, Villenviertel. Da unten, das ist die große Stadt. Okay. Ja, hier sind die Jobs, Aufträge, Kampagne. Was sind Aufträge? Das sind die Nebenaufträge. Das hier ist meine Firma, mein Fuhrpark. Ich habe einen Baggerlader, den Pritschenwagen mit Kran. Ja, hier finde ich alle. Genau, das ist noch die Erklärung. Ja, beides ein bisschen kaputt, also ja, wen wundert es bei meiner Fahrweise, klar. Profilfertigkeiten, Fortschritt, online, okay. Irgendwo war sowas wie eine. Also, gleich nachdem ich mit Hape geredet habe, die Firma übernommen habe, hat es geheißen, ich soll drei Nebenjobs erledigen. Hier gibt es auch Hilfe, okay, die brauchen wir aber jetzt nicht. Aktive Jobs. Geh und besorg dir einen Job in der Jobauswahl. Okay. Letzter Job. Gerüchteküche. Genau, das war das mit dem UFO. Haben wir gemacht. Geh mal weg. Na, gibt's hier kein Bild dazu? Naja, egal. Okay. Wir suchen uns einen Job aus. Einen normalen Auftrag. Gibt's bei der Kampagne was? Ich bin wieder ein bisschen zu hektisch, glaube ich. Ein verschlafenes Nest. Eröffnungskampagne. Das haben wir gemacht. Okay, hier ist noch nichts frei. Und Finale. Vergnügliches Finale. Okay. Grundstückserschließung. Ich schätze 100.000, 100.000, 100.000. Powerabschnitte 5, 3 und 4. Ich mache einfach mal die Grundstückserschließung. Baumaschine mieten. Ebenen. Baumaschine mieten. Grabenaushub. Transport, Erdarbeiten, Nachbesprechung. So, Hape hilft mir immer noch ein bisschen. Hat er zumindest behauptet. Okay. So, was soll ich dann? Auftragsumfang niedrig, mittel. Wie darf ich das verstehen? Weil hier ändert sich ja nichts. Niedrig, Bauvorbereitung. Mittel und hoch. Ja, das ist jetzt hier irgendwie nicht erklärt. Moment, vielleicht hier. Bauelemente. Ah, hier. Bei den meisten Aufträgen kannst du vor Annahme auf der linken Seite im Menü, ob der Auftragsumfang niedrig, mittel oder hoch. Damit wird festgelegt, wie umfangreich die einzelnen Arbeitsschritte auf der Baustelle ausfallen. Okay, wenn ich hoch mache, muss ich mehr graben und baggern und ebnen und dann lasse ich das einfach auf Mittel. Wie kann ich das? Hier kann ich das wählen. Da sehe ich nicht, da ist die Kamera. Auswählen, F, Enter. Keine Ahnung. Das fängt ja schon gut an. So, hier ist das. Ich muss hier echt mal zur Seite gehen. Auswählen, Enter. Okay. Das macht nichts. Palette, PVC-Rohre, Kabeltrommelort. Muss ich da einfach hinfahren, oder? Wie kann ich den Job annehmen? Ach, mein Gott, hier unten. So, Baumaschine mieten. Wir brauchen eine Planierraupe. Okay. Wo soll ich hin? Ich steige erstmal. Ich laufe auf alle Fälle nicht. Kommt gar nicht in die Tüte. So, ich fahre mal der Navigation nach. Ich soll wahrscheinlich wenden, oder? Ja, genau. Um die Fläche zu begradigen, solltest du dir zuerst eine Planierraupe vom Fahrzeughandel leihen. Das mache ich glatt. So, mach auf das Tor. Muss ich dann mit der Planierraupe. Wo kommen die ganzen Autos auf einmal her? Hallo? Ich möchte hier durch. Du wartest gefälligst. Wäre ja noch schöner. Stopp! Also der Tutorial-Mission war hier überhaupt gar kein Verkehr und jetzt sind hier hunderte Autos auf einmal unterwegs.
doch so viele Touristen gekommen. So. Planierraupe brauche ich. Huch. Wird die auf die Baustelle geliefert oder... So quietscht und scheppert der so. So kaputt ist er doch jetzt auch wieder nicht, oder? Aha, okay. Ich soll da reingehen. Na, gehst du? Gehst du weg von dem... So. Wo ist der Eingang? Ja, betreten. Ah, G gedrückt halten. Aha, okay. Planierraupe. Hier kannst du Baumaschinen kaufen, mieten, bla bla, Miete, nein. Wow, was es hier alles gibt. Planierraupe, hier. Um Gottes Willen, hier gibt es ja tausende Sachen. Naja, nicht ganz, ne? Ich übertreib wieder mal. Ah, okay. Andere Fahrzeuge. Was kostet was? 24 Stunden. Okay, 3340. Ist der Cat da vorne billiger? Nee, teurer. Dafür sieht er mächtiger aus, ne? Ah, hier gibt's noch eine. Hier ist doch die kleine jetzt gerade wieder. Wow, hier kann ich, okay. Ich nehme einfach die. So, mieten. Ja. Vorgang wurde bestätigt. Okay. So. Wo ist meine Planierraupe? Steige. Ach so, ich fahre auf der Straße mit dem Ding. Okay, na dann. Prost-Mahlzeit. So. Gib Gas. Manche Bauern sind nicht straßentauglich. Sollte mit einem Fahrzeug auffliegen oder per Schnellreise. Ah, dann nehme ich doch mal die Schnellreise. Grundstückserschließung, Schnellreise. Falls ich irgendwann mal einen Fahrzeugauflieger haben sollte, kann ich jetzt fahren? Tutorial. Kann ich mal das Tutorial, kannst du mal aufhören mit dem Tutorial? F1 habe ich gedrückt. Und F1 weiß ich ja. So, kann ich jetzt bitte mal fahren? Oh, okay. Ganz andere Steuerung. Wow. Okay. Okay, das könnte sich noch als schwierig erweisen. Mit dem Vorwärts- und Rückwärts steuern. Moment. Andersrum. So. Planierschild heben, senken. Ich sehe mal wieder nichts. Ich soll das wahrscheinlich einebnen, nehme ich an. Bereich ebnen, ja. Das könnte sich noch als schwierig erweisen. Prozent habe ich schon. Wow. Okay. Wie gesagt, das könnte sich noch als schwierig erweisen. Ihr seht ja die Tastenbelegung, also für Tastatur. Ich bin ja der Tastatur-Junkie und ich weiß, mit dem Controller wäre es eventuell einfacher. Oder ist es einfacher für andere, die damit umgehen können? Nicht für mich. Ich habe seit Jahren keinen Controller angefasst. Und mit mehr als 6 Knöpfen bin ich auf dem Controller überfordert. Ein bisschen. Wahrscheinlich fehlt mir einfach die Übung. Na? Da will ich nicht hin. Ich will in die andere Richtung. So. Das jemals eben wird hier, bin mir da nicht so sicher. Wenn ich nicht meinen Bauwagen über den Haufen fahre, ist, glaube ich, alles gut. Ich glaube, ich habe das Schild ein bisschen zu tief, oder? Okay, das muss ich noch ein bisschen rausfinden.
Na ja, gut, wenn er ein bisschen höher kommt, dann... Ich habe schon fast 30%. Es wird schon noch. Hoffe ich. No, war eigentlich, wollte ich in die andere Richtung drehen, aber na gut, das geht auch. So, wenn ich jetzt hier das eben stelle, das Schild, dann müsste das doch, ich darf vielleicht nicht so viel Gas geben. Dass er den Dreck auch schön vor sich her schiebt. So, etwas zurücksetzen. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut bis jetzt. Aha. Ah, okay. Da sieht man auch, welche Sachen eben sind und welche noch gar nicht. Ja, immerhin. 59% schon. Nein. So wollen wir. Oder will ich? So. Hier ist doch eben, oder? Da ist eben. Dann Schild schön runter. Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen tief. So, das müsste doch hinhauen. So. So, Mann. Ja gut, Kettensteuerung, klar. Aber man hätte es ja so machen können, dass die W-Taste, W- und S-Taste, beide Ketten vorwärts und rückwärts sind. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Nein. Bisschen viel einfacher. Es wird. Sorry, das dauert ein bisschen, aber so ist das nun mal. Gerne hier, ich bin ja hier der Anfänger mit der Planierraupe. Ein Kran kann ich ja schon. Naja, okay. Kran habt ihr ja gesehen, also. Also den großen Kran. Das ging ja so einigermaßen. Okay, jetzt verstehe ich auch den Unterschied zwischen einfach, mittel und hoch. Wenn man hoch macht, muss man dann wahrscheinlich jedes Stückchen eben machen. Also, ich glaube, da werde ich doch schön gepflegt bei Mittel bleiben. Weil sonst wird das hier... Die ewige Planierraupenarbeit, so. Aber zumindest habe ich schon ein bisschen rausgefunden, in welche Richtung ich meine Ketten vorwärts und rückwärts... Ich meine, eigentlich ist es logisch, aber wenn man hier einfach so sitzt, dann eher nicht. So, mal sehen. Wie viel fehlt denn hier noch? Also das mit der Planierraupe, das ist schon... Wieso ist das alles noch rot? Das ist also meiner Ansicht nach, ist es doch echt eben, oder? Würde ich sagen. So. Schauen wir mal zusammen. Da ist grün. Grün ist eben. Warum ist das andere da links daneben rot? Das ist doch komplett platt, oder? Wow, wer gibt hier so Gas? Nein. Das rechts ist schon
Außerhalb des Bereiches. Oder das zählt alles. Nee, das ist außerhalb des Bereichs. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, die Autos, die hier vorbeidüsen, sind die laut. Irre. Verstehe ich nicht, warum das da noch rot angezeigt wird. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Ich versuche vielleicht doch mal den anderen Bereich. Also das hier. Auch wenn das nicht in diesem gelben Einebene-Bereich liegt. Zählt das dazu? Nein. Das zählt nicht dazu. Wo hapert es denn dann? Also meiner Meinung nach, wenn ich hier so gucke, das müsste doch eigentlich schon komplett eben sein. Warum? Naja, wenn ich von hier gucke, ja, da habe ich noch ein bisschen Hügel. Okay. Dann muss ich von hier nochmal ansetzen. Also das dauert jetzt doch länger, als ich angenommen habe. Hier mit dem Einebenen. Da bin ich doch echt ein bisschen überrascht. Ich dachte, das geht jetzt schneller. Und wie gesagt, für mich sieht es auch noch recht eben aus. So hundertprozentig... weiß nicht, arbeitet man so hundertprozentig auf dem Bau? Mit der Planierraupe wohl eher nicht. Ja, gerade ist weniger geworden. Jetzt ist wieder mehr geworden, okay. Die letzten paar Prozentchen, die ziehen sich dann ganz schön. Das ist schon fast ein bisschen pingelig hier, ne? Nee, will er nicht. Also ganz verstehe ich das System nicht. Ich bin ja noch Schnupperkurs beendet, okay. Und da ist noch rot. Ein bisschen... Nein. Jetzt habe ich eigentlich... Vorher war das ganze Ding eigentlich ebener wie jetzt, finde ich. Muss ich ehrlich mal so meiner Ansicht nach sagen. Also diese Wellen haben wir jetzt da wieder reingezogen. Habe ich da reingezogen. Und irgendwie... Ich mache noch den Gehweg kaputt. Ich muss den auch noch reparieren. Oder wieder frisch betonieren, sagen wir so. Wirst du jetzt da im Dreck bleiben? Also das ist meiner Meinung nach jetzt ein bisschen zu pingelig mit dem Hügelchen hier. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon wieder mehr Unebenheit reingebracht, als es vorher eigentlich da war, meiner Meinung nach. So. Jetzt nimmt es wieder gar nichts mit. Kann man es rückwärts mit der Schaufel ziehen?
Nein, das will er auch nicht machen. Also das ist doch jetzt nicht ebener wie vorher. Erzähl mir doch nichts. Die Folge der Planierraupe, oder wie hier? Das ist ja... ...96, oh Mann. Kannst du das hochmachen, das Schild? So. Jetzt muss ich einfetzen hier noch und dann hoffe ich, habe ich das Thema hier erledigt. Na. Wie gesagt, das hat sich jetzt hier als langwieriger erwiesen, als ich mir das vorgestellt habe, weil... 100. Puh. Baustelle räumen. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Entschuldigung. Kann ich den... So. Ein Graben gezogen. Kann ich den Bagger... den... Schnellreise... So, dann kann ich den doch hier bestimmt wieder abgeben. Gehst du weg von dem? Dann habe ich eine Tagesmiete, glaube ich. Ich hoffe, ich brauche den nicht nochmal. Egal, dann miete ich ihn neu. Wo ist er? Gibt es hier keinen? Das war... der Case. Kaufen, mieten, Ausstellungsraum. Moment. Wie gebe ich den zurück? Einsteigen. Probier es mal hier. Zurücksetzen. Wie kann ich den denn zurückgeben? Ich möchte den bitte zurückgeben. Mieten, kaufen, Ausstellungsraum, Filter, Sortierung, Rücktaste. Also ich kann ihn so nicht zurückgeben. Der wird dann nach 24 Stunden automatisch zurückgegeben oder... Ja, der wird dann wahrscheinlich da verschwinden. Okay. Gut. Miete einen Bagger. Moment. Oh, ich muss einen großen Bagger mieten. Kann ich nicht mal einen kleinen Baggerlader nehmen? Nur anscheinend nicht. Okay, dann nehme ich einen großen Bagger. Einen großen Bagger. Okay, dann großer Bagger. Nehme ich gleich den hier. Einmal mieten. Das möchte ich. Würde bestätigt. Sehr schön. Und wo steht mein Bagger? Warum jetzt da hinten? Bin ich hier vor der Tür wieder? Puh, da bin ich außer Puste, bis ich da ankomme. Steige in den Bagger, na super. Wow. Jeder Ecke stellen sie mir hier eine Baumaschine hin. Puh, der schnauft schon ganz schön. So, jawohl. Schnellreise. Ich möchte hier nicht fahren. So, ich hoffe, der Graben ziehen ist einfacher. Okay. Wie fahren wir das? Okay, auch die gleiche Steuerung. Aber... Habe ich was kaputt gemacht? Nein. Ich dachte schon, ich habe den Bagger kaputt gemacht. Den Mietbagger. Nein, 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 nein. Nicht so weit darüber.
Kollege. Ich weiß, wenn man die zweite Kette rückwärts dreht, geht es schneller mit dem Wenden. Aber ich glaube, das geht mir dann schon wieder zu schnell. Lieber erstmal ein bisschen langsam. Ich kann schon über die Hütchen drüber fahren, oder? Das macht denen nichts. Oder die Pfosten. Begrenzung. Eine Markierungspfosten. So. Das passt doch, oder? Na, nicht drehen, doch nicht so blöd. Okay. So, Hauptarm. Dann haben wir hier und die Schaufel wieder hier, genau. So. Reicht das? Wo soll der Dreck hin? Gab es da eine Aussage dazu, wo der Dreck hin soll? Erst mache ich alles eben und jetzt schmeiße ich den Dreck da wieder hin. Was ist das für ein Symbol? Ah, hier muss ich da meine Rohre abladen. Na du, dann schmeiß ich den Dreck einfach hier hin. So, warum ich das hier eben gemacht habe, das Feld, das verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, wenn ich jetzt den Dreck wieder dahin schmeiß. Na, ein bisschen raus. Na, na, andersrum. Ich hoffe, ich muss den Dreck nachher nicht noch wieder wegkarren. Sorry. Wie tief der Graben sein soll, weiß ich auch nicht so genau. Ist auch keine Anzeige so wirklich. Na. Ja, aber immerhin, unser erster selbstständiger Auftrag nach dem Tutorial. Wie gesagt, das tut mir echt ein bisschen leid, dass die eine Folge komplett hinüber ist. Aber manchmal macht einem die Technik da einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß auch ehrlich nicht, woran es gelegen hat. Ich glaube, mein Graben ist nicht tief genug, oder? Prozent. Oh, ich glaube, das ist echt nicht tief genug, aber es gibt auch keine irgendwie jetzt hier eine Anzeige, auf welche Tiefe ich gehen soll. Naja, ich ziehe jetzt das Ding einfach mal ein bisschen nach hinten. Schauen wir mal, inwieweit wir das dann so hinkriegen hier. Manchmal ist von oben besser. Also um die Gerade zu ziehen, ist von oben besser. Zum Baggern ist von der Seite besser. Aber Moment, wir haben doch eine Innenansicht. Dann mach doch das mal. Ja, also dem Bagger geht das. Im Kettenbagger ist die Innenansicht echt gut.
muss ich sagen, das gefällt mir. Wie gesagt, ich verstehe halt einfach nicht, warum ich habe vorher hier einebnen sollen, wenn ich jetzt diesen Graben ziehe und den Dreck da wieder nebendran hinwerfe. Aber ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein mit unserer ersten Baustelle, die Grundstückserschließung. Und hier geht es an dieser nächste Folge, an dieser Stelle geht's hier weiter. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.